Liebe Freunde der Elektromobilität, es ist wieder soweit. Herzlich willkommen beim nächsten Test vom Insta-Treiber. Ihr seht schon den eVito, ihr seht den ENV 200, den Nissan, ihr seht eine Europalette, ihr seht unseren Werkstattmeister von Vertical. Herzlich willkommen. Wir haben bereits Erfahrung, ein Jahr mit dem ENV 200. Heute wird der Christian auch den eVito testen und ich bin schon gespannt auf sein Resümee. Bleibt's dran. So, du wirst wieder rumdrücken, oder? Ja, genau. Wir schauen einmal, was das alles kann. Riesen, 1000 Knöpfe, riesengroßes Display, finde ich geil. Ja. Mehr als beim Nissan. Mehr als beim Nissan. Wie gesagt, Lenkrad-Haptik finde ich halt geil. Mercedes-Style. Ja. Der Sitz, sehr komfortabel, hochwertiges Material. Fühlt sich zumindest so an. Nach dem Preis ja. Müsste ja eigentlich gleich sein wie beim Nissan. Ja, da werde ich noch zum Sprechen kommen zum Preis. Was man auf jeden Fall, glaube ich, sofort sieht, ist der größere Display. Ja, genau. Der wird sicher beim Einparken auch eine gewisse Rolle spielen. Aber ja. Schauen, ja. Wo es anzeigt, genau. Passt, gehen wir es an, genau, oder? Schauen wir, perfekt. Genau. Ja, brauchen wir. Ja. Auf geht's. Wir haben viele Boxen hier, alle müssen rein. Bin schon sehr gespannt. Also an dieser Stelle möchte ich mich gleich einmal bei Mercedes entschuldigen. Wenn man sieht, einmal Palette rein und es sind schon die Fahrer drinnen. Ich habe es heute ausgeborgt, das war ganz neu. Sorry, Scusa. Aber um ehrlich zu sein, darf das auch nicht passieren. Also wenn man das ganze Mal verwendet, was soll ich sonst transportieren? Ein paar Paletten werde ich transportieren müssen. Und ich habe sofort beim ersten Mal habe ich ordentliche Fahrer im Boden. Eigentlich schade. Auch hier schauen wir uns das Material nachher an. Das ist eigentlich tadellos. Das kann man wieder putzen. Dann ist es sauber. Aber was uns trotzdem hier auffällt, dass auch hier der Boden der Gummi gleich beim ersten Mal leider eingerissen ist. Ich meine, das große Resümee werden wir sowieso erst später ziehen, aber mal die ersten Eindrücke nach dem Loading oder nach dem Einpacken hier. Was haltest du vom Ladevolumen dieser Fahrzeuge? Ja, dass der Vito größer ist, das sieht man eh von außen, da braucht man nicht viel einladen. Für unsere Zwecke, wir transportieren hauptsächlich Akkus für unsere Roller und hier und da vielleicht ein Moped, das wir zu Reparaturzwecke transportieren müssen. Für unsere Zwecke, wir sind ja hauptsächlich in der Stadt unterwegs, wir brauchen nicht viel, also wir dürfen nicht viel Platz brauchen, es ist klein und handlich, es ist viel Verkehr in der Stadt. Also ich bin noch immer nach wie vor am ENV 200 ziemlich dran. Ja. Ja, vielleicht kurz zur Erklärung. Das sind 150 Elektromopeds, bald 300 Elektromopeds, die in Wien verstreut sind und fast täglich angefahren werden müssen. Das heißt, ja, ganz viel. Die stehen überall in ganz Wien, in der kleinsten Gasse und wir bemühen uns halt dort wirklich hinzukommen. Ne? Ja, ganz viel Stop and Go. Die Batterien werden hier täglich geladen und dann in die Stadt reingebracht. Vielleicht Anhängekupplung. Genau. Bei unserem ENV 200 ist die Anhängerkupplung drauf, beim Vito gibt sie leider nicht. Wäre das ein No-Go? Das wäre ein No-Go für uns. Also wenn wir ohne Motorradhänger könnten wir nicht arbeiten. Also wir brauchen unbedingt den Anhänger. Ja, schon mal zwei wichtige Aspekte, aber wir werden uns noch das ganze Innenleben anschauen und noch weiter erforschen.
fahren wir eine Runde mit dem E-Vito auf der Teststrecke. Bin schon gespannt, was er zusammenbringt. Naja, geht eh nicht schlecht. Das macht sogar Spaß, mit einem E-Vito ein bisschen schnell in den Kurven zu fahren. Also absolut ausreichend Power. Systeme, Assistenzsysteme greifen alle exzellent. Geht super. Ja, schön, dass wir hier bei Vertical im Verkaufsraum sind. Es ist unsere Schwesterfirma von InstaDrive. Und Christian, erklär uns ein bisschen, was ist dein Lieblingsfahrzeug hier? Alles elektrisch natürlich hier. Alles natürlich elektrisch. Von der Sierra angefangen, Top-Produkt, wie gesagt, keine Servicekosten, zum Arbeiten total super. Wir haben super Nitos, wir haben Fahrräder, alles elektrisch. Unsere Nios natürlich, unser Verkaufsschlager. Und wie gesagt, total super. Bin ein Dreivierteljahr erst dabei und wird nicht woanders hingehen. Also wie gesagt, total super. Nicht mehr zurück zum Benziner? Nicht mehr zum Benziner zurück, nein. Okay, dann schauen wir uns kurz den Vergleich. Wir sind ja beim Vito und Nissan ENV-Vergleich. Ich habe ein bisschen vorbereitet noch, habe recherchiert die Unterschiede. Einiges haben wir schon gesehen bei den Tests. Gehen wir kurz durch. Volumen 6.000 Liter zu 4.200 Liter, natürlich das höhere bei Mercedes. Höchstgeschwindigkeit relativ ähnlich, etwas höher beim ENV 200, 123 km/h zu 120. Wendekreis 11 Meter zu 13 Meter. Da sieht man schon, dass der ENV 200 bedeutend kleinere, also einfach wendiger ist. Wir haben beim preislich sind wir relativ ähnlich. Wir haben einen höheren Restwert bei Mercedes. Insgesamt Total Cost of Ownership ohne den Energiekosten sind wir irgendwo bei 30 Cent. Aber wir werden auch ein paar Kosten dann unten reinschreiben. Ist natürlich auch etwas unterschiedlich in Deutschland als in Österreich. Aber insgesamt kann man sagen, kostenmäßig sind die beiden vergleichbar. Garantie, Nissan etwas länger die Garantie, speziell bei der Batterie 8 Jahre Garantie, bei Mercedes 100.000 Kilometer Garantie. Anhängerkupplung, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt, auf den wirst du noch eingehen. Beim Mercedes leider keine Möglichkeit, eine Anhängerkupplung zu montieren. Beim Nissan sind wir es gewohnt, da hat unser Nissan auch eine. Länge 4,5 Meter zu 5,1 Meter. Das heißt also hier auch wirklich beim Parken in der Stadt ein größeres Thema. Anfahren, Newtonmeter relativ ähnlich, beide ausreichend Drehmoment. 254 Drehmoment, also Newtonmeter Drehmoment beim Nissan, 295 Newtonmeter Drehmoment beim Vito. Ladezeiten noch recht spannend. Da ist da fehlt einfach beim Mercedes das Schnellladen, so einfach muss man das sagen. Beim Nissan ist mit CHAdeMO kann man schnell laden. Wir haben auch drüben einen Konverter, den wir mit 20 kW Gleichstrom laden können. Das funktioniert sehr gut. Reichweite beim Nissan irgendwo 150 Kilometer. Ich glaube, 2 Tage kommt sie aus. Wir laden alle 2 Tage. Alle 2 Tage, also vollkommen ausreichend, obwohl wir wirklich auch die Runden machen. Und wenn es nötig ist, dann kann ich schnell laden. Wie gesagt, das ist halt schon ein sehr großer Vorteil für uns auch. Also das würden wir uns auf jeden Fall bei Mercedes noch wünschen. Angeblich, wenn der Sprinter dann mit Schnellladern kommt, wird es auch beim E-Vito nachgezogen. Das ganze Kurier-, Express- und Paketbranche, für die ist das hauptsächlich konzipiert worden. Quasi Reichweiten bis 100 Kilometer müssen leicht möglich sein. Schafft man mit Mercedes, mit Nissan sogar etwas mehr. So, wir kommen aber jetzt zur entscheidenden Frage. Christian, welches Fahrzeug möchtest du nehmen? Bleibst du beim Nissan oder möchtest du auf Mercedes umsteigen? Wie gesagt, nein, wir bleiben bei unserem Nissan. Erstens sind wir schon gewöhnt und wie gesagt, mit den Außenmaße und mit den Reichweiten und Lademöglichkeiten ist das für uns das Nonplusultra. Auch natürlich die Anhängervorrichtung ist für uns ganz, ganz wichtig. Wir fahren mit vielen Hängern spazieren, mit dem Moped-Hänger
Und ja, wie gesagt, super, dass wir laden alle zwei Tage, ja, haben aber noch dazu die Möglichkeit, dass wir eben schnell laden können, falls irgendwas Zusätzliches dazukommen würde. Deswegen ist für mich ganz eindeutig der Nissan unser weiteres Fahrzeug. Das heißt, es muss nicht der Stern her, es ist, das Volumen braucht man auch nicht, das reicht aus. Genau, wie gesagt, die Außenmaße des Fahrzeuges sind für uns, für die Stadt, für den ersten Bezirk einfach optimal. Und deswegen, ja, wir wollen nicht wechseln. Vielen Dank für deine Meinung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Bitte unbedingt abonnieren. Wir sind ein junger Kanal. Wir brauchen jeden Abonnenten. Und dann hoffentlich bis bald beim nächsten Vergleich, beim nächsten Fahrzeugtest. Viel Spaß, bis bald beim Insta-Treiber.